Kennst du diese Lavalampen denn noch oder, Oberla, oder kennst du die gar nicht? Weil die sind schon wirklich, das ist schon eine ältere Geschichte. Kannst du mir ja mal unten reinschreiben, ob ihr sowas vielleicht zu Hause sogar noch habt, so eine Lavalampe? Ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und ich heiße dich herzlich willkommen beim Grauen aus der Tiefe, das verwunschene Herz oder Nightmare from the Deep, je nachdem, in welcher Sprache man das sagen möchte. Ja, ich stehe hier in der Kombüse, in diesem Wimmelbildspiel. Wer Wimmelbildspiele kennt, weiß, die sind manchmal etwas unheimlich, nur dass du vorgewarnt bist. Ich husch jetzt hier mal in das Munitionslager. Ja, hier wollte ich doch eigentlich. Warte mal, was habe ich denn jetzt? Ich muss mal gucken, immer was ich hatte. Ich habe jetzt einen Schlüssel und einen Hammer. Lass mich mal auf meine Karte gucken. Hier gibt es noch was zu machen am Durchgang. Ach, da kann ich jetzt gar nicht. Und in den Mannschaftsquartieren. Okay. Trinkwasseranlage, Laderaum. Hier ist der Durchgang, oder? Nein, ich muss noch weiter. Noch weiter. Kombüse, Krankenstube. Durchgang steht da unten dann auch. Okay. Also, hier ist etwas zu erledigen. Er glitzert noch. You again? Du schon Why don't wieder? you leave Warum old lässt du den alten Smithy Smithy alone? nicht einfach in Oh, your Ruhe? fancy Dir is gefällt die shiny leuchtende fluid. Flüssigkeit? Well, Nun, ich bin by bestechlich surprise, und I'm quite ziemlich thirsty. durstig. Get me some grog, Bring mir and etwas I'll give Grog you und ich this gebe dir rare dafür diese bottle of kostbare chemicals. Flasche mit Chemikalien. Gut, ich habe eine leere Flasche gefunden für den Grog. Und jetzt kann ich noch eins zurück. So, und jetzt lass mich mal gucken, was kann ich denn hier jetzt noch machen? Habe ich hier. Was ist das da oben? Meine Tochter ist da. Mom, du musst mir helfen. Der Pirat steuert eine einsame Karibikinsel an. Pass auf! Oh no. Kann ich das mit dem Hammer? Also da braucht man etwas anderes. Kann ich das hier mal lösen? Was ist das denn? Ein Korkenzieher. Ah, guck mal. Da kann ich aber. Ah, kann ich hier dann nicht. Muss ich da echt immer zu Fuß gehen? Das ist ja. Okay, egal. Was ist das? Das kann ich nur so. Nion, nion. Die Algen sind wunderschön. Sie beleuchten das Innere des Schiffs wie Lampen. Ich fand damals auch so diese Lavalampen und so ziemlich cool, muss ich ja zugeben. Ah, hier gehört ein Schlüssel hin wahrscheinlich, ne? Und ich fand die immer sehr beruhigend, diese Lavalampen. Ich habe aber gar keine mehr. Ich hatte früher mal eine. Das ist aber schon wirklich, wirklich eine ganze Weile her, muss ich sagen. Na gut, ich gehe jetzt erstmal zu dem. Achso, nee, hier gehe ich anscheinend hin. Kennst du diese Lavalampen denn noch? Oder. Oberla, oder kennst du die gar nicht? Weil die sind schon wirklich, das ist schon eine ältere Geschichte. Kannst du mir ja mal unten reinschreiben, ob ihr sowas vielleicht zu Hause sogar noch habt, so eine Lavalampe. Ich kann hier noch was machen. Was kann ich denn hier noch machen? Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen, weil das so glitzerte? There's something heavy Etwas on top of the Schweres planks. liegt auf den I Planken. can't move Ich them. kann sie nicht bewegen. There's something heavy on top of the Ah, da planks. ist der letzte. I can't move Ah, them. guck mal. Der letzte Seestern. Den hatte ich ja noch gar nicht gesehen hier. Mensch, ich bin aber auch blindi. Yay! Patrick, da bist du. Oh Gott, ich mag SpongeBob so, ne? Der ist echt lustig. Und Patrick mag ich da sehr. Wie findest du SpongeBob so?
Also, ein Minispiel. Das ist eine Art Schloss. Anscheinend stimmt die Farbe des Edelsteins mit der Spitze des benachbarten Seesterns überein. Was passiert wohl, wenn die Edelsteine jeweils eine Farbe besitzen? Man weiß es nicht. So funktioniert es schon mal nicht. Blau-gelb. Ja, jetzt hätte ich hier... ich habe nur ein rotes im Angebot. Das funktioniert nicht. Vielleicht kann ich das so machen. Ich habe aber nur ein rotes im Angebot. Immer noch, ne? Und hier habe ich auch nur... Ich hätte hier zwei grüne, deswegen fände ich den eigentlich in grün ganz hübsch. Nee, ich möchte das noch nicht überspringen. Ich möchte erst noch ein bisschen ausprobieren. Also ich überspringe dann schon, bevor es zu lang dauert. Aber das ging ja jetzt, oder? Die Kapitänskajüte. Oh, hier sieht's aber cool aus. Guck mal, erstmal gucke ich mal, was hier im Buch ist. Ein Geisterpapagei, oder was ist das? Ein untoter Papagei. Also ich gehe mal davon aus, dass der seit Jahren nichts gefressen hat. Anscheinend muss ich den Papagei auch bestechen, wenn ich den Schlüssel haben möchte. Also wenn der seit lange nichts gefressen hat, braucht der bestimmt Vogelfutter. Vorher kriege ich den Schlüssel da wahrscheinlich nicht raus. So, jetzt ein Tagebuch. 17. September 1718. Alles geht mir so leicht von der Hand, seit ich über meine neuen Kräfte verfüge. Meine Mannschaft und ich sind gefürchtet und berühmt. Unser Reichtum wächst von Tag zu Tag und Fortuna lächelt uns zu. Damit das so bleibt, habe ich die verzauberten Münzen versteckt. Mein Schatz ist damit sicher. Seit Mary an Bord gekommen ist, hat sich alles verändert. Erst hatte ich mich gefreut, dass ich sie gefangen hatte und ihre Eltern erpressen konnte. Doch nun, nachdem ich sie gesund gepflegt habe, bin ich mir meiner Pläne nicht mehr so sicher. Die verzauberte Truhe sieht nur grässlich aus und der Zwerg wirkt bedrohlich. Teuflische Mächte versuchen mich von meiner Entscheidung abzubringen. Doch ich bin fest entschlossen, meinen Pfand zurückzuerhalten. Mary wird überglücklich sein, wenn ich meine Verbrecherlaufbahn beende. Der alte Fluch hat mich wieder zum Leben erweckt. Doch was ist das Leben ohne Mary wert? Ich muss sie zurückbringen. Das junge Mädchen, das ich gefangen habe, wird mir dabei helfen, meine Pläne in die Tat umzusetzen. Ich bin in See gestochen, bevor sich ihre Mutter einmischen konnte. Das geht hier um meine Tochter, wie ich sehe. Es scheint, als seien seit meinem Tod Jahrhunderte vergangen und nun verstehe ich diese neue Welt nicht mehr. Doch erkenne ich sie wieder. Ach, noch erkenne ich sie wieder. Nur das weite Meer, das ist immer noch mein Zuhause. Voran zur Totenkopfinsel. Ich hätte diesen Pakt mit dem Teufel nicht unterzeichnen dürfen. Ich vermisse dich, Mary. Doch bald werden wir wieder zusammen sein. Eine weitere Münze. Das sind bestimmt die Münzen, dieser Schatz, wovon er redet, denke ich. Was ist das hier? Okay, der Zwerg wirkt nur bedrohlich. Wahrscheinlich, ne? Das ist die Kiste, von der in dem Tagebuch stand. Ha! Bist du hier? Dann ist mein Kapitän wieder am Leben. Ich hoffe, Remington hat dir von den Dublonen erzählt. Du benötigst alle 12, um die Truhe zu öffnen und an seinen Inhalt zu gelangen. Ich beobachte dich. Neues Ziel, 12 Dublonen. Okay, 3 habe ich. Das ist jetzt nicht so viel. Na gut, ist hier sonst noch was, was ich brauchen kann irgendwie? Nee, sieht nicht danach aus. Okay. Und was ist hier? Was ist das denn? Keine Ahnung. Was ist das hier? Neues Ziel, Globus des Kapitäns. Da fehlt doch bestimmt was. Eins der Schiffe fehlt, ja. Okay. Gut, dann... Aha, da kann ich dran rumwackeln. Schau. Dann husch ich mal rein in die Wimmelbildszene für heute. Also, hier kann ich doch bestimmt aufmachen. Das dachte ich mir schon. Ha!
Also, ich brauche einen Zirkel, der liegt hier herum. Ein Papageienschädel, der ist hier. Spielkarten sind hier. Ein Zapfhahn sehe ich noch nicht, kann ich momentan anscheinend auch nicht sehen. Kann ich so auch noch nicht sehen. Ich benötige einen Knauf. Gut. Einen Knauf. Vielleicht ist das in der Schublade dann drin. Könnte es sein. Ne? Ich gucke mal erstmal weiter. Ein Edelstein. Der ist hier. Ein Fernrohr kann ich auch noch nicht sehen. Ein Spiegel. Mirror, mirror on the wall. Wo bist du denn? Das ist kein Spiegel. Ah nein, aber eine Zigarre. Ich dachte eigentlich an das dahinter, aber ist nicht schlimm. Was ist das hier? Der Knauf. So, da habe ich immerhin einen Zapfhahn gefunden. Ein Fernrohr sehe ich aber immer noch nicht. Da. Sehr gut. Ein Spiegel. Na, das hätte hier ein Spiegel sein können, gell? Also, na gut. Ein Kreuz. Das, ah ja, hier ist es. Okay, jetzt fehlt noch eine Pistole. Wo ist denn eine Pistole? Ein Gürtel fehlt auch noch. Und ein Anker. Ein Anker, ein Anker. Ha. Das muss ja hier auf dem Tisch dann liegen, ne? Da. Ein Gürtel. Wo ist denn ein Gürtel? Ich sehe keinen Gürtel. Ein Gürtel, ein Spiegel und ein Anker. Und das muss hier drauf liegen, weil auch wenn das zu ist, kann ich das nehmen. Guck mal, da ist so ein Oktopus. Aber den brauche ich ja nicht. Wo ist denn ein Gürtel? Okay, wenn du den Gürtel jetzt schon siehst, dann schreib mal in die Kommentare Hosenträger. Guck mal, den Anker habe ich gefunden immerhin. Den Gürtel sehe ich aber immer noch nicht. Ein Spiegel. Da, das ist der Spiegel. Jetzt fehlt mir nur noch der Gürtel. Wo ist denn der Gürtel? Ich sehe den nicht. Ich will mir keinen Hinweis geben lassen. Hinweise ist nein. Was ist das hier eigentlich? Petersilie? Warum hat der da Petersilie liegen? Da hinten ist doch der Gürtel. Ah, ich hab ihn. Okay. Du hast einen nützlichen Gegenstand gefunden, einen Zapfhahn. Und ich weiß, das Fass unten, das funktionierte noch. Oh, guck mal, das habe ich noch gar nicht gesehen. Der Knauf fehlt. Vielleicht kann ich ihn durch einen runden Gegenstand... Tja, ich habe eine Kanonenkugel, aber das funktioniert nicht. Kann ich das nicht mit dem Korkenzieher machen? Nee. Gut, da habe ich momentan nichts und ich brauche auch noch Futter für den Papagei. Also komme ich später nochmal wieder. Bis dann, Papagei. Und hier runter. Oh, eine weitere Wimmelbildszene. Ich möchte nur erst... So. Ich muss es nur anzapfen. Sehr schön, guck mal. Damit kann ich das dann aufmachen. Und da kann ich Wasser machen. Immerhin, das wäre schon mal geschafft. Ich weiß noch nicht genau, wofür. Ich habe gedacht, hier glitzert es, gell? Aber tut's gar nicht. So, da kann doch bestimmt Wasser rein. Wasser habe ich schon mal. Jetzt fehlen mir noch Rum und Limetten und Gewürze. Aber da gucke ich im Laderaum. War der hier? Ja. Korkenzieher. Ich brauche etwas Kleines und Präzises, um das zu entfernen. Ah, das ist der Schlüssel. Das ist der nächste Schlüssel. Leider habe ich nichts Kleines und Präzises. Schade. Schade, 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 schade. Na gut. Gut, dann würde ich aber sagen, ich schaue mich weiter in der nächsten Folge um. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und dabei sein und sag bis nächstes Mal. Ciao, ciao, deine Damakash.